Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir zocken hier Bioshock 2, machen die Platin und hier geht es weiter. Okay, wir haben nur noch einige Erfolge zu machen, ist eigentlich nicht mehr lang. Okay, Bro, wo müssen wir hin? Müssen wir hoch? Runter? Was müssen wir machen? Runter. Okay, Brazarevich navigiert mich durch das Game. Dahin. Okay, perfekt. Oh. Was ist hier los? Kann ich dann hacken? Ich hoffe ja. Okay, perfekt. Ich habe dieses Gerät erfunden, Delta. Du fummelst dran rum wie ein verliebter Pavian. Okay, wir können das nicht holen. So, vielleicht kriegen wir jetzt endlich den Erfolg. Wir müssen mit gehackten Geschützen und... ja, und anderen Sachen, die wir gehackt haben. 50 Gegner ausschalten. Wir haben ja hier auch noch so kleine Bots. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Erfolg endlich mal bekommen. Wir sind schon eigentlich im Endgame. Okay. Fünf Schuss, das ist nicht gerade viel. Was haben wir hier? Okay, wir sind wieder sehr knapp mit unserer Munition. Okay, gehen wir hier rein. Dann geben wir hier noch Passwort ein. 5, 2, 5, 4. Zack. Gehen wir hier mal rein. Das nehmen wir mit. Und hier ist die Aufzeichnung. Unsere Hoffnung war, wir haben schon fast alle Aufzeichnungen. Einen einzelnen Protektor zu binden. Hier. Sie musste Zeig. Also entbehrlich sein, falls etwas schief ginge. Wir konnten es nicht brauchen, dass etwa die Eltern der Mädchen Fragen stellten, während wir solche Vaterbindungen herstellten. Ja, deswegen weiß also ich nicht. Versorgten wir uns in Fontaines Waisenhäusern und das Verfahren war ein durchschlagender Erfolg. Ach shit, ich hätte lieber nicht schießen dürfen. Ich habe die Bots noch da. Komm, wo sind die Bots? Sind die jetzt weg? Okay, ich glaube, die Bots sind nicht weg. Schade. Ja, wir kriegen schon den Erfolg noch. Okay, das nehmen wir alles mit. Schade, dass wir keine Pistole haben. Wir haben doch so eine kleine Pistole gehabt. Im Einser. So ein Revolver. Ich frag mich, wo jetzt die ganzen Upgrades noch herkommen sollen. Weil die... Alter Schwede. Kaufen wir mal ein bisschen ein. Zack. Was haben wir hier noch? Schrot. Eliminiert. Hier. Und alles dank dir. Lass sehen, ob du noch konkurrenzfähig bist. Geh hoch und tritt ins Scheinwerferlicht. Konkurrenzfähig. Ja. Ja. Okay. Oh, ich kann nicht mehr raus. Nein. Wir müssen hier den Kampf absolvieren. Delta, wir müssen die Initiative ergreifen. Die Kunden sind hier und du wirst die... Ladies and Gentlemen, Fontaine Futuristics lädt Sie ein, Ihre Skepsis abzulegen, Ihre Erwartungen zu steigern und Ihre Zweifel zu zerstreuen. Denn wir präsentieren Ihnen die revolutionäre Kraft unserer Plasmid-Serie zur Heimatverteidigung.
Darf ich um einen Freiwilligen aus dem Publikum bitten? Nur zu, nicht so schüchtern. Wie wär's mit Ihnen, Sir? Nein, der will ums Verrecken nicht. Der ist doch schon gut. T-Man, da hinten, kommen Sie herunter. Einen Applaus für die Dame. Nix ist da wahrscheinlich. Ah, ne. Das ist aber normal. Nur eine einzige Freiwillige? Was ist, Gentlemen? Die Dame ist doch furchtbar einsam, so allein hier oben. Kommen Sie herunter, Sie alle! Fertig. Warte, ich überprüfe mal lieber. Ja, wir sind fertig. Mit den Houdinis. Das war voll easy. Ich dachte, jetzt kommt irgendein fetter Gegner hier. Aber nein. Oh nein, Subject Delta. Sieht aus, als hättest du einem Kollegen die Show gestohlen. Und jetzt will er sich rächen. Was wird Delta jetzt tun? Ja, was werden wir wohl tun? Der ist sowieso eine Witzfigur, finde ich. Das ist Alpha Seele, oder? Du bist ein Witz! So. Alpha Seele haben wir auch, oder was? Nee, ein Ding brauchen wir noch. Alpha Seele. Dann Brute Splicer. Big Sister ist noch echt schwach. Also, ist noch wenig. Alter, ich frag mich, jetzt ist schon eigentlich bald Ende. Du bist immer noch ein Siegertyp, Delta. Ohne dich war die Tour nur noch die Hälfte wert. Wenn man bedenkt, dass du so hochgespleist warst, dass du kaum stehen konntest, als wir dich in diesen Aufzug gesteckt haben. Die Fontaine-Betriebsrente ist dir so gut wie sicher, mein Junge. Oh Mann. Okay, wir sind ja von hier gekommen. Okay, wo muss ich jetzt hin, Brasil? In die Haupthalle, okay, da. Okay. Okay, das hacken wir. Yes. So, dahin. Nice. Dann hacken wir auch mal. Das können wir gut gebrochen. Was ist denn jetzt los? Komm jetzt. Compete. Ja, da kommt. Da kann ich gerne herkommen.
mal verschiedene benutzen. Okay, wir haben ihn. Ich denke, wir haben ihn. Gucken wir mal. Ja, Alpha-Seele. Okay, wir haben ihn. Okay, nice. Ich hoffe, er kriegt bald einen Erfolg ein. So, jetzt noch eine Impfspritze. Nice. Hier ist ein Schwein. Und dann drehen wir mal. Und hier ist die Datei. Immer wenn Ryan mehr Dampf macht, weiß Alter, guck mal, wie viel Akku ich getrunken habe. Schritt näher dran bin, ihn in seinem eigenen Spiel zu schlagen. Aber jetzt ändern sich die Spiele. Ryans Jungs treten mir die Tür ein. Und denken, sie könnten mir wegnehmen, was mir gehört, und mich in den Rinnstein werfen. Sie kommen zu mir und erwarten eine Mordshow. Aber sie werden nur erleben, wie jemand verschwindet. Auf Wiedersehen, Fontaine. Und hallo, Atlas. Oh, what the fuck. So viele Saves? Yes. Nee, das sind drei. Krass, ey. Okay, so eine müssen wir noch finden. Wie viele Little Sisters? Zwei Stück haben wir. Jeder neue Tyrann wagte sich hierher auf der Suche nach Eroberungen, Delta. Fontaine, Ryan und jetzt du. Aber jeder möchte gern, Cäsar muss lernen, die Dolche seiner Gefährten zu fürchten. Frage dich, Delta. Was hat Sinclair davon, dass er dich hierher führt? Was er davon hat? Sein Anteil. Nehmen wir das mal. Das nehmen wir mal schön mit. Dann gehen wir hier rein. So. Da ist eine Datei. Jeder in der Plasmidbranche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges kleines Geheimnis. Und offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Freiwillige waren dünn gesät, selbst als die Wirtschaft einbrach. Ein Mann namens Sinclair wandte sich an uns. Er hatte scheinbar Dieser Verstoß gegen die Vorschriften bringt dir die nächste Kopfnuss ein, Freundchen! Komm, hilf mir! Wer soll sie scannen? Jawohl, ich will jetzt endlich mal den Erfolg haben, ne? Komm. Das dauert ewig, ne? Wir haben eigentlich schon echt viele gekillt. Schnell hacken. Ah, shit. Jetzt war ich zu. So, die nehme ich mit. Na komm schon. Ich brauche sie für meinen Erfolg. Ja, das ist nicht ohne. Ja, so, da haben wir hier noch was. Hä? Okay.
Okay, irgendjemand verarscht uns. Alter, ist hier viel Geld. Krass. Ich verstehe nicht, warum wir das nicht bekommen haben. Irgendjemand hat uns mit uns hier Spielchen gespielt. Das lassen wir nicht zu. Oh, jetzt ist es hier. Okay, wo ist das jetzt? Alter. Nee, hier ist es nicht. Okay, gehen wir mal raus. Vielleicht liegt das hier irgendwo. Da ist es. Ich weiß nicht, warum er so leuchtet. Wahrscheinlich war es schon welche ab. Wahrscheinlich unten, ja. Und nach oben kommen wir nicht. Da. Spielt mit uns Spielchen. Was gibt's denn? Spielt mit uns Spielchen. Die Frage ist jetzt, wo es jetzt ist, ey. Das ist echt crazy. Okay, Upgrade, Upgrade. Erstmal alle kaufen, die du noch überhaupt nicht hattest. Und dann kannst du Stufe 3 kaufen, dann kriegst du auch einen Erfolg. Quick Hack. Es gibt echt viel, ja. Aber wir haben 0. Okay. Die Frage ist, wo ist jetzt dieses Teil? Ich hab voll Bock, das zu finden. Das ist jetzt kein Muss, glaube ich sogar, dieses Teil zu finden, gell? Weil das ist ja Stufe 2. Ja. Ja, aber das ist Stufe 2. Da stand Stufe 2, das braucht man ja nicht. Unbedingt. Aber ich hab Bock, das zu finden. Okay, hier ist es nicht. Ich will es haben. Ah. Erstmal dahin gucken. Okay, hier kann es nicht sein. Können die Schütze machen. Die Schütze jetzt. Ach, da sind die. Schade. Okay, hier ist es nicht. Ah, da. Jetzt nimm's endlich.
Oh, zu viel. Oh, jetzt ist irgendwas passiert. Hä? Wow. Okay. Hä? 5, 2, 5, 4, okay. Okay. Crazy. Okay. Wow. Okay. Nice. Was stand da? Verkaufsexperte. Preise und Verkaufsnummer nochmal. Ja, braucht man nicht. Siehst du, Stufe 2 war das. Das hätte man nicht unbedingt gebraucht. Aber war cool. Okay, so. Was brauchen wir jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Brasser. Weiter. Und dann haben wir noch zwei Little Sisters. Ah, wir können jetzt hier weiter. Agnus D. Zugang gewährt. Oh yes. Willkommen, Gil Alexander. Hier ist ein Upgrade. Nice. Okay, graden wir mal. Alter, wir haben noch voll viel abzugraden. Wann sollen wir das alles finden? Okay. Weil das schaut schon so voll nach Ende aus. Zoom, Harpunenschaden. Ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Ach. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Mhm. Bitte betätigen Sie ihn. Okay, wo ist der Schalter? Ah, hier. Zack. Okay. Weiter geht's. Nice. Mann, die schießen fast gar nicht drauf, diese fliegenden Bots. Finde ich jetzt persönlich. Ist schlecht. Ah, den hab ich schon. Komm, komm. Komm, ballern jetzt. Na, schieß doch, Kruzifierten. Er hat fast gar nicht geschossen, hast du gesehen? So, hier haben wir noch eine Datei. Wir sind fast fertig mit den Dateien. Dr. Lamps größte Leistung sein. Ein lebendes Konglomerat von Raptures großen Geistern im Körper eines einzigen Mannes. Darauf ausgerichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Jetzt bin ich für Sie nicht mehr als ein fehlgeschlagenes und daher ein gestelltes Experiment. Meine Punktezahlen bei Intelligenz- und Wertvorstellungstests sind immer noch bemerkenswert, aber ich baue rasch ab. Sie hat mich fallen gelassen
Und ich habe nicht mehr viel Zeit, bevor ich dem Wahnsinn verfalle. Was? Ja, das ist echt nice gemacht, ja. Und die Mucke auch. Nur mit. Vitamine, nice. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Field-Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Wahrscheinlich. Ja, da werden wir gleich sehen. Wow. Okay, das ist sehr dunkel, würde ich mal sagen. Ja. Okay. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Okay. So, dann machen wir hier noch was. Hier runter. Hier ist die Datei. Dr. Alexander yes. Hat zugestimmt. Wir haben alle Dateien gefunden. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, wenn du das mit uns gemeinsam platinierst. Geil. Beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Addon, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. Er ist eine fucking Maschine geworden. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Licht angemacht. Nee, doch nicht. Okay, geh mal runter. Ah, wir sind von hier gekommen. Nee, warte mal, von wo sind wir gekommen? Wir müssen irgendwo Strom einschalten. Von hier sind wir, glaube ich, gekommen. Ja, genau, von hier sind wir gekommen. So, dann gehen wir hier mal runter. Hier ist auch noch ein Kasten. Und noch eine Datei. Okay. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich Utopia folgen. Ja, ja. Den müssen wir auch verschonen, oder? Ah, okay. Brasa sagt, es gibt 128 Dateien. Und wir brauchen aber nur 100 für den Erfolg. Also wir müssen nicht alle sammeln. Finde ich gut gemacht. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen. Damit es nicht so knapp ist, weißt du. Okay, irgendwie. Ah, jetzt wird mir auch angezeigt, wohin. Zwei Schalter habe ich erledigt. Ah, hier ist noch einer.
Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich. So, jetzt ist das Licht an. Vier Waffen-Upgrades fehlen, zwei Little Sisters haben wir auch noch nicht genommen. Ja, komm schon. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird frag mich, wie wir ihn verschonen können. Greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Okay. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. In welchem Tank ist denn der? Ah, da drinnen. Okay, das brauchen wir. Ja, okay, alles klar, 1 von 4. Nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. So, vielleicht ist das jetzt offen. Okay, das wird mir zu heiß. Keine Zahl eigentlich vereisen. Das Problem ist, kriegst kein Loot. So. Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamp ranzukommen, brauchst du einen alten Gilder drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt jetzt hat, wir, und lock ihn da raus. Okay, dann machen wir das. Oh shit, okay. Ah, die kämpfen jetzt gegeneinander. Nice. Okay, ich höre eine Kamera. Ist noch einer dabei? Das haben die cool gemacht. Das ist das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. The Big Daddies. Und kein Joke mehr. Da ist eine Pflanze. Irgendwie sieht man die. Ich finde, man spielt und dann am Ende des Levels kommen die erst, die Big Daddies. Dann ist nicht so. Auf der Map. Ja, nee, auf der, also mit den Sisters. Finde ich, kommen die erst dann so. Oh, okay. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Als Dach. Perfekt. Diese armen Teufel. Was für ein Leben.
rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Ellen kommst. Endlich. Okay, wir haben ja alles, genau. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Weil ich der Krieg bin. Ja, mit Eis kann man arbeiten, oder? Finde ich. Kann man echt arbeiten. So, dann holen wir uns noch das Adam schnell. Okay, sehr schön. Also ich muss sagen, auf leicht ist es jetzt nicht so leicht. Also wie Einser. Einser war wirklich so fucking easy. Das war übertrieben leicht. Auf leicht. Ja, also das war übertrieben leicht. Ihr Meinungsaustausch. Oh, wir haben ihn jetzt endlich. Ah, nee. Ich dachte, das ist so dicke. Schade, der fehlt uns noch. Und Big Sister. Juhu, der ist netter als andere Daddies. Oh ja. So, wir sind wieder flüssig. Können wieder hier Adam ausgeben. Schade. Ich glaube, eins können wir noch kaufen. Noch Geschütze? Oh, yes. Hallo. Okay, da kommt einer.
Ein Bug. Friendly Bug. Was? Die Schüsse sind so geil. Ja, das hat sogar so ein Nuckelding hinten. Wie bei einer Trinkflasche. Okay, jetzt können wir sie abgeben. Komm hier. So. Hier ist, denke ich mal, nichts, oder? Ja, ich denke auch. Da ist es. Das ist praktisch. Und dann haben wir nur noch eine Little Sister im Endeffekt. Oh, nice, Bro. Macht voll Spaß, Bioshock zu platinieren. Zwei Splicer fehlen uns nur noch, oder? Ein Splicer und Little Sister. Ja. So, eine Sister. So, jetzt können wir uns aber kaufen, oder? Ja, 160. Wie gesagt, kauf bitte erst alle, die du noch auf Stufe 1 hast. Zum Beispiel hier, Eiliger Hacker. Jetzt müsst du was haben eigentlich. Ah, Eve-Experte noch. Komm, give me. Okay. Das wundert mich. Oder denkst du, man muss die Upgrades auch noch fertig machen? Okay, dann zählen die Upgrades anscheinend doch noch dazu. Ja, bald haben wir's. Bald haben wir's, Bro. Es macht süchtig, Erfolge zu machen. Wenn man's kann. Alpha Serie ist voll der Witz. Finde ich. Das. Oh. Scheiße. Die waren alle hier versteckt. Was habe ich gemacht? Ah, shit. Ich habe ein Geschütz geschmissen. Hier ist, glaube ich, auch noch ein Geschütz, oder? Nein. Irgendjemand hat doch hier geschossen. Oh Mann, da hätte ich jetzt schön aufräumen können. Schade. Marmelade. Antibörsen. Ja, ich finde MG ist so mit am schönsten zu benutzen. So mit am bequemsten. Oh, da ist noch einer, letzter Begleiter. Sollen sie sich erstmal bekämpfen? So, wo ist meine Harpune? Ja, ich hab ihn schon. Danke Jungs, danke, dass ihr mir geholfen habt. So, dann adoptieren. Nice, danke fürs Geschütz, Bro. Okay. Ich brauche neue Upgrades. Zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat.
So, wo ist mein Geschiezel? Ein Geschiezel? Zweites Geschiezel. Da soll man chillen. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Der legt sich richtig auf, oder? Mein Bro, der geht immer krass auf sowas. Besonders so religiöse Sprüche, gell? Hier ist nochmal. Chillen wir. Ja. Oh, 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 oh. Oh! Was haben wir bekommen? Ja, 50 Gegner mit gehackten Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet. Mann. Endlich! Endlich! Oh Mann, Alter. So, ich habe noch eine Datei. Alter, hat das gedauert. Die Mutter hat Dr. Alexander zugrunde gerichtet. Sie wollte ihn zu einem lebenden Heiligen hochspleißen, der die Bedürfnisse der Allgemeinheit kennen und unermüdlich für sie eintreten sollte. Aber jetzt. Die hat echt einen Batscher gehabt. Aber 3 ist auch so ein religiöses Spiel. So mit Kirche und so. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Sektenmäßig, weißt du? Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. So, hier können wir hacken. Okay, und dann. Zack. So, jetzt müssen wir zurücklaufen. Hier noch nicht runter anspringen, gell? Okay. So, hier müsste die Tür sein, denke ich. Wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Hier ist das Upgrade. Nice. Okay, machen wir wieder Harpune. Hier ist noch ein Spiel. Unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector-Equipment ausgerüstet, das nach meinem Entwurf modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Zwei reichen. Oh, jetzt. Ah, achso, wir haben es ja schon. Wir haben ja schon mit dem Geschütz. Weil hier ist jetzt das krasse Geschütz. Wir haben ja schon den Erfolg. Geil. Ja, hat voll lange gedauert, ey. Keiner traut sich. Zwei Geschütze, hier noch ein Geschütz. Alter, hier ist so viel Heilung. Oh shit, voll weggehauen. La, la, la. Okay, keiner kommt. Voll die Psychomusik. Na komm. Wir haben alle keinen Bock. Sterben. Ich würde jetzt echt lachen, wenn keiner kommt. Komisch, gell? Hier ist es fast fertig. Da guck mal hinten an der Flasche, da ist ein. Gleich fertig, kleiner Engel. Nicht weinen. Scheiße. Das ist so psychomäßig. Da, jetzt trinkt sie. Das ist krank.
Crazy! Jetzt kommen wir los. Ja, wir haben Angst gehabt. Wir haben Angst gehabt. Das war viel zu krass. So, jetzt springe ich hier noch runter. Wo war das? Hey? Ah, hier war's. Okay, wir haben alle drei. Wir müssen sie nur noch abgeben. Oh yes, oh yes. Tschüss. Wir müssen nur noch diese zwei Motherfuckers noch scannen. Jede Little Sister getroffen. Yes. Das ist der erste. Zweiten später erst. Danke. Okay. Die Mädchen flüstern mir etwas zu, Vater. Sie haben dir ein Geschenk hinterlassen. Im Gatherers Garden. Hol es dir. Wie komme ich jetzt raus? Okay. Big Sister. Das ist unsere Chance, sie zu scannen. Help! Warte, jetzt. Oh, hier Geschütz. Hier ist noch ein Geschütz. Und jetzt werden wir sie einfach vereisen. Okay, und sie haben nicht gespeichert. Oh nee, oder? Oh nee. Abgestürzt. Okay, wir sind wieder an der Stelle. Da kommt gleich die Big Sister. Wir mussten über eine Stunde wieder spielen, weil wir nicht gespeichert haben. Das war einfach nur krass. Aber wir lassen uns nicht brechen. Ah, das ist die Sister schon. Okay, krass. So schnell. Okay, so, wie habe ich sie hier vereist, habe ich sie hier, genau. Okay, wieso vereist er sie nicht? Komm schon. Die ist heftig, finde ich. Aber das Vereisen ist wie Cheaten. Kann man auf Schwerde einsetzen. Ja, ich glaube, die Buni ist scheiße gewesen. Warte mal. Ich habe doch meine Torpedos. Okay. Ja, das zieht ab. Das zieht ordentlich ab. Das zieht ordentlich ab. Oh, ein Update. Journey. Yes. Okay, die Pfeile sind krank. Ich hab die voll unterschätzt. Ja. Ich hab die richtig unterschätzt, die Pfeile. Okay, die Sister haben wir jetzt hier komplett. Nicht, oder? Ein Ding fehlt, oder? Big Sister? Okay, einer fehlt noch. Eine Sister. Ja, ich denke, eine Sister werden wir noch sehen. Mindestens. So, was ist jetzt zu machen? Oh Mann, das Game ist so geil. Und dann gleich mit Infinity weitermachen. Was musste ich hier noch machen? Gar nichts mehr. Okay. Alter, da rastet da aus. Ah, guck mal, hier ist noch Logbuch. Wir haben zwar schon alles. Aber warum nicht anhören, was hier passiert ist? Hä, kann man das nicht? Okay.
Ich dachte, man kann das vielleicht enteisen oder so. Oder man kann das vielleicht so machen. Nee. Telekinese. Ich glaube, hier ist ein Big Daddy unten. Und treibt sein Unwesen. Oh, hier ist eine Blume. Vier. Wir haben alle vier. Okay, wir dürfen aber den Typi nicht töten. Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Ja. Aber wir dürfen ihn nicht töten. Passt. Armer Gilbert. Es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Frau Bitte ist so gewähren, höchst manipulativ. Wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Ja, also ich finde, manche Leute lassen sich schon von seiner Scheiße manipulieren. Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Okay. Wir haben doch hier alles gehackt gehabt. Hä? Achso, seine Kacke. Hier ist noch eine Impfspritze. Perfekt. Upgrade haben wir schon. So. Genau, Eve nehmen wir noch. Und dann checken wir. Wie gesagt, du darfst diesen Typ hier im Tank nicht töten. Sonst fehlt dir ein Erfolg. Alter, wie viele kommen denn jetzt noch? Pushwort, ja. Okay, die haben wir, oder? Die Alpha. Ich habe jetzt ein bisschen vergessen. Gestern haben wir gespielt. Also das heißt nur Big Sister und Brute Splicer. Okay, perfekt. So, hier ist der Schmuckosaurus. Schmuckosaurus Rex. Behältersystem für tiefste Lebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Krass, drei Schüsse. Krass, oder? Alpha-Seele. Wo sind wir hier? Alter. Alter. Ich bin nicht richtig drin mit der Steuerung. Ich muss ein bisschen reinkommen. Nochmal ein Big Daddy. Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken.
Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Okay, damit töten wir ihn aber nicht, oder? Ich speichere mal nochmal, vorsichtshalber. Nach dem gestrigen Fehler. Okay, machen wir das. Okay, was ist das? Schliesel. Okay, nice. Du hast den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfeld-Station zu gehen und ihn benutzen. Okay. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Ah. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Nein, machen Egal, wir nicht. Was ich sage, um Sie davon abzuhalten. Hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Pech gehabt, wir brauchen den Erfolg. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid was denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Ist es jetzt Tötung, oder? Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr glaube nicht, oder? Genetischer Schlüssel. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Na gut, ich habe gespeichert. Sie wohl, mein Freund. Und meinen ich glaube, das ist zum Weitergehen. Okay. Ja. Also wir haben ihn nicht gekillt. Jetzt müssten wir eigentlich den Erfolg kriegen. Nächster Erfolg? Weißt du das? Retter. Okay, gucken wir mal, ob wir den kriegen. Hier ist nochmal. Elinors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, ja, dass Hammer. Sie Retter. Unser neues Medium. Perfekt. Yes! Wir haben es geschafft. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Mhm. Wir müssten eigentlich noch voll viele Upgrades finden. Also, weil das schaut so voll nach Endgame aus, aber das ist kein Endgame. Okay, ja, wir sind jetzt in einer neuen Stadt. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns.